Ich heiße Yasin Erkol und bin zurzeit Lehrling bei der Firma Riegler als Elektrotechniker. Das Coolste an meiner Ausbildung ist, dass ich viel Vertrauen von meinem Ausbildner bekomme. Das heißt für mich, dass ich kleinere Abteilungen auf der Baustelle selbstständig fertigstellen darf. Hausverstand, Motivation und das Wichtigste ist Spaß. In der Früh haben wir meist eine Besprechung, dann laden wir das Material ein und fahren dann auf die Baustelle und sind den ganzen Tag auf der Baustelle. Ich will die Lehrabschlussprüfung mit Erfolg abschließen und dann zu einem Techniker aufsteigen. Mein Name ist Franz Riegler, ich bin Geschäftsführer der Riegler GmbH. Am meisten an meiner Arbeit gefallen mir die täglichen Herausforderungen, die nur im Team bewältigbar sind, und zu beobachten, wie die Jugendlichen mit ihrer Aufgabe wachsen. Nach Absolvierung der HTL in St. Pölten war ich 4 Jahre als Techniker in Wien beschäftigt. Anschließend kehrte ich in den elterlichen Betrieb nach Weidhofen an der Ybbs zurück, wo ich 14 Jahre praktische Erfahrung auf den Baustellen sammeln durfte und übernahm 1990 den Betrieb. Besonders wichtig ist mir, dass die Talente der Jugendlichen individuell gefördert werden. Sie sollen auch vor Lehrabschluss eigene Projekte realisieren können. Wir bieten auch Lehre mit Matura an und sind ganz stolz, dass heuer bereits der erste die Matura absolvierte und kommendes Jahr ein zweiter folgen wird. Mir ist wichtig, dass die jungen Menschen handwerkliches Geschick, technisches Verständnis und Freude am Beruf mitbringen. Mein Name ist Kevin Meyer und ich bin Elektromonteur bei der Firma Riegler. In meinem Job geht es darum, elektrische Anlagen von Tankstellen bis hin zu großbetrieblichen Anlagen zu installieren, elektrifizieren und Lehrlinge auszubilden. Ich habe die erste Klasse HTL mit gutem Erfolg abgeschlossen. Danach habe ich die Lehre bei Firma Riegler mit Auszeichnung abgeschlossen und zusätzlich noch beim Lehrlingswettbewerb den 3. Platz erreicht. Meinem Beruf gefällt mir am meisten, dass ich mit vielen Leuten zusammenarbeiten kann und dass mir die Firma viel Vertrauen und Verantwortung schenkt. Wie zum Beispiel letztens bei der Großbaustelle Mediamarkt Ried im Innkreis war ich schon leitender Monteur.